Komponistenquartier und Feline von den Symphonikern Hamburg. Hallo! Falls ihr unser letztes Video zum Thema Wie arbeiten Komponisten noch nicht angeschaut habt, dann macht es doch noch. Wir haben es hier oben für euch verlinkt. In diesem Video werden wir euch zeigen, wie eine Komposition eigentlich auf die Bühne kommt, also wie sie zum Klingen gebracht wird und außerdem wie ein Orchester funktioniert. Dazu werden wir gleich einen kleinen Ausflug machen und auf dem Weg einen Musiker der Symphoniker Hamburg treffen. Auf geht's! Im letzten Video haben wir euch ja gezeigt, wie Kompositionen entstehen. Bevor aber so ein Werk dann auf die Bühne oder in den Konzertsaal kommen kann, müssen diese Noten natürlich auch gedruckt werden. Im 18. und 19. Jahrhundert und sogar noch bis vor etwa 20 Jahren wurden dazu in dünne Bleiplatten die Noten eingeritzt oder eingestochen. Das nennt man Notenstich. Dazu brauchte man eine Menge Zeit, eine Menge Werkzeug und eine Menge Geschicklichkeit. Bei uns im Museum kann man solches Notenstichwerkzeug sehen und das möchte ich euch jetzt zeigen. Gehen wir mal dahin. Hier seht ihr einige der Werkzeuge und Materialien, die man braucht für den Notenstich. Eine dünne Bleiplatte, da wird das nachher alles reingraviert, reingeritzt. Man braucht einen Notenstempel, da sieht man vorne den kleinen Notenkopf oder da kann auch immer ein Violinschlüssel, so ein Notenschlüssel drauf sein. Und einen Hammer. Damit hämmert man diese Stempel auf die Bleiplatte und dann gibt es noch sogenannte Stichel. Damit kann man mit Hand zum Beispiel die Notenhälse reinkratzen. Hier könnt ihr noch eine Besonderheit sehen. Beim Notenstich muss man alles, was man auf diese Seite einkratzt, spiegelverkehrt einkratzen. Das könnt ihr bei der Schrift gut erkennen. Die ist hier ganz falsch rumgeschrieben. Es funktioniert nämlich nachher beim Drucken so ähnlich wie wenn ihr zu Hause einen Stempel benutzt. Diese Platte wird eingestrichen mit Druckfarbe und dann wird sie auf einem Papier abgedruckt. Und beim Abdruck ist dann alles wieder richtig rum. Ihr könnt euch jetzt bestimmt vorstellen, dass das nicht so einfach ist und dass das auch ganz schön lange dauert und dass es ziemlich doof ist, wenn man einen Fehler macht. Denn wenn man da was Falsches reingekratzt hat, ist es erstmal drin. Und nur mit viel Mühe kann man das wieder rauskriegen. Deshalb dauert es echt lange, so eine Seite zu machen. Ein geübter Notenstecher oder eine geübte Notenstecherin braucht etwa 8 Stunden für eine Seite. Deswegen werden heute Noten meistens mit Computerprogrammen geschrieben und dann mit Computerdruckern ausgedruckt. Die gedruckten Noten einer Komposition können dann von einem Orchester, bei einem Verlag gekauft oder geliehen werden. Ihr erinnert euch vielleicht, bei den Symphonikern Hamburg kümmert sich Nikolai um die Noten, den ihr in der letzten Folge kennengelernt habt. Vor einer Aufführung trifft sich das Orchester dann zum Proben. Denn auch bei einem Profiorchester läuft natürlich nicht gleich alles perfekt. Die Musikerinnen und Musiker beherrschen zwar ihre Instrumente sehr gut, aber das Zusammenspiel muss geprobt werden. Hier im Komponistenquartier gibt es ein gemaltes Orchester an der Wand. Das seht ihr hier. Aber ganz so chaotisch, wie es hier aussieht, ist es in Wirklichkeit nicht. Denn jedes Instrument hat im Orchester einen festen Sitzplan und es gibt eine ziemlich genaue Ordnung. Denn die Instrumente lassen sich in verschiedene Instrumentenfamilien einteilen und so sitzen sie auch gemeinsam. Alle Instrumente einer Familie sind sich ähnlich. Ganz vorne im Orchester sitzen die Streichinstrumente. Dazu gehören die Geigen, auch Violinen genannt. Sie werden nochmal in 2 Gruppen geteilt, die ersten Geigen und die zweiten Geigen. Dazu gehören außerdem die Bratschen, die Celli und die Kontrabässe. Dahinter sitzen die Holzbläser. Dazu gehören die Flöten, die Oboen, die Klarinetten und die Fagotte. Nochmal dahinter kommen dann die Blechbläser. Dazu gehören die Trompeten, die Posaunen und die Tuba. Außerdem gehören die Hörner zu den Blechbläsern. Sie sitzen aber meistens auf Höhe der Holzbläser hinter den Streichern. Dazu kommen noch die Pauken und das Schlagwerk, wie zum Beispiel die kleine Trommel oder die Triangel. Und manchmal sind bei einem Orchester auch eine Harfe oder ein Klavier dabei. So, nun ist unser Orchester fast vollständig. Aber eine wichtige Figur fehlt noch. Der Dirigent oder die Dirigentin. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, ist die Figur, die vorne vorm Orchester steht, mit dem Rücken zum Publikum. Er oder sie ist dafür zuständig, den Musikerinnen und Musikern zu zeigen, wann sie spielen sollen, wann sie aufhören sollen und wie sie spielen sollen. Ob laut oder leise, schnell oder langsam. Damit die Musikerinnen und Musiker den Dirigenten oder die Dirigentin besser sehen, haben die meisten von ihnen einen Dirigierstab in der Hand.
So, nun aber genug geredet. Jetzt wollen wir euch zeigen, wo die Konzerte der Symphoniker Hamburg stattfinden. Und dazu machen wir jetzt einen kleinen Ausflug. Auf dem Weg werden wir noch jemanden treffen, der uns noch mehr über die Konzerte erzählen kann. Und hier geht's zur Leishalle. Ja, und hier ist auch schon Christian, wie versprochen. Hallo Christian, schön, dich zu sehen. Vielleicht magst du dich ganz kurz vorstellen und uns zeigen und erzählen, was du dort auf dem Rücken dabei hast. Ja, guten Morgen. Erstmal, ich bin Christian. Ich bin bei den Symphonikern als Fagottist angestellt. Da ist ein Fagott in meinem Koffer drin und gerade bin ich auf dem Weg zur Arbeit sozusagen in die Leishalle. Sag mal, ich habe gehört, du wohnst auch hier in der Nähe. Ist das jetzt so dein ganz normaler Arbeitsweg? Das ist jetzt mein ganz normaler Arbeitsweg. Ich wohne 5 Minuten entfernt von der Leishalle, da hatte ich ziemlich Glück. Dann kommt doch einfach mit und ich zeige euch meinen Arbeitsweg. Jetzt sind wir an der Leishalle angekommen, die seht ihr hier im Hintergrund, dem Konzerthaus, in dem die Symphoniker Hamburg zu Hause sind. Die Leishalle wurde vor über 110 Jahren gebaut und ist benannt nach einem Mann namens Karl Heinrich Leis. Ein reicher Hamburger, der sehr gerne Musik mochte und sich wünschte, dass mit einem großen Teil seines Geldes nach seinem Tod ein neues Hamburger Konzerthaus gebaut werden sollte. Und so ist die Leishalle entstanden und so bekam sie ihren Namen. So, die Leishalle habt ihr jetzt ja gesehen schon ein bisschen, habt ein bisschen was kennengelernt. Jetzt habt ihr hier den Eingang für das Publikum gesehen, da können wir jetzt ja leider nicht rein. Aber ich kann euch jetzt zeigen, wo wir als Künstler normalerweise reingehen, weil wir haben natürlich einen VIP-Eingang. Der ist jetzt hier um die Ecke. Kommt doch einfach mal mit. So, jetzt stehen wir hier vor dem Bühneneingang. Hier geht Christian immer rein, wenn er ein Konzert spielt. Christian, magst du vielleicht für uns einmal erzählen, wie das dann so abläuft? Erstmal muss ich natürlich hier reingehen. Dann gehen wir meistens in unsere Räume. Wir haben hier Garderobenräume, wo wir uns umziehen können, weil ich natürlich nicht in diesen Klamotten, die ich jetzt anhabe, normalerweise ein Konzert spiele, sondern da haben wir natürlich entweder einen Anzug an oder einen Frack, irgendwas Schickeres. Und dann können wir noch ein paar Töne spielen, weil es ist wie beim Fußball, wenn man sich nicht irgendwie aufwärmt oder ein bisschen vorher schon ein bisschen was tut, dann kann es mit dem Spiel auch nichts werden. Dann gehen wir auf die Bühne alle zusammen, dann stimmen wir uns sozusagen ein, alle spielen den gleichen Ton, um zu gucken, ob die Instrumente auch zusammen ordentlich klingen und dann kann das Konzert auch schon losgehen. Leider können wir euch gerade nicht zeigen, wie drinnen alles aussieht und wie es vorm Konzert ablaufen würde, aber damit ihr eine kleine Vorstellung davon bekommt, wie es dann aussieht, wenn ein Konzert stattfindet, haben wir hier noch ein Foto für euch. Ja, Christian, kannst du uns vielleicht noch kurz erzählen, bist du immer noch aufgeregt, wenn ein Konzert stattfindet? Hast du manchmal auch noch Lampenfieber? Das kommt immer sehr auf das Konzert an. Ich habe häufig aber auch noch Lampenfieber, vor allem wenn man viel zu tun hat oder wenn man sehr viele Stellen hat, die man alleine spielen muss, zum Beispiel im Orchester. Je besser man die Stellen hören kann, die man sehr selber spielen muss, umso nervöser bin ich auch mal. Wir haben ja heute Glück mit dem Wetter. Vielleicht kannst du uns ja, Christian, noch was Kleines vorspielen. Ja, vielen Dank, Christian, für diese kleine Kostprobe schon mal. Und wer jetzt noch mehr von Christian hören möchte über ihn und über sein Instrument und vor allem über sein eigentliches Instrument, das Kontrafagott, das er nämlich hauptsächlich im Orchester spielt, der kann sich den Instrumenten-Podcast der Symphoniker Hamburg anschauen, den wir euch hier auch verlinken. Ja, vielen Dank, Christian, für diesen spannenden Einblick über deine Arbeit hier als Profimusiker bei den Symphonikern Hamburg. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, dann gebt uns einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr jetzt richtig Lust bekommen habt, mehr über das Komponistenquartier und über die Symphoniker Hamburg zu erfahren, dann schaut auf unseren Websites vorbei und kommt uns besuchen, sobald wir wieder geöffnet haben. In unseren Schulprojekten kommen wir auch mit Musikern des Orchesters zu euch in die Klasse und ihr könnt uns bei einer Probe des Orchesters, wo normalerweise eigentlich niemand zuhören darf, auch besuchen kommen. Alle Infos dazu findet ihr auch in der Infobox und wir würden uns freuen, euch bald bei uns zu treffen. Sobald unsere Häuser wieder geöffnet sind, freuen wir uns drauf, euch noch mehr Einblicke hinter die Kulissen geben zu können. Bis dahin sagen wir Tschüss!